Jo, Leute, willkommen auf Freiheit durch Gold. Liebe Goldprospektoren, jetzt ruft der Andi an. Hallo Goldprospektoren, willkommen auf Freiheit durch Gold. Der Philipp und ich, wir sind wieder unterwegs in einer schönen magmatischen Geologie. Ja, und bisher haben wir leider noch kein Gold finden können, was natürlich schade ist. Aber wir hoffen auf den kleinsten Goldnachweis, weil dieses System hier ist riesengroß. Ja? Und wenn wir dann hier in den übergeordneten Ablaufbächen noch nichts finden, dann ist das ein bisschen doof, würde ich mal sagen. Ne? Philipp, du bist in der Kamera. Das Ganze sieht dann wirklich so aus, dass wir hier noch eine Insel haben und hier oben auch nochmal. Praktisch, dass der Bachlauf mal hier auf dieser Höhe, wo ich jetzt stehe, gegangen ist und der sich jetzt eben hier so eingefressen hat. Interessant ist hier die komplette Location, dass wir hier verschiedene Terrassen haben. Also hier ist das Bachbett, Terrasse 1 und hier oben ist die Terrasse 2. Ja? Das ist natürlich interessant, weil die Hochwasserlinie wäre dann hier das hier, eine alte Hochwasserlinie. Und die beprobe ich jetzt. Mal gucken, weil wenn jetzt hier kein Gold drin ist, dann hat dieser Bereich, führt dann irgendwie doch kein Gold. Und das kann ich dann abhaken. Eigentlich könnte man theoretisch schon das ganze Gebiet dann abhaken, weil ich bin hier in einem Ablaufbach unterwegs. Das heißt, die Täler hier, ne, die Zulaufbäche, die sind ja auch Geologiewechsel, magmatisch. Ne? So, hier. Ich hab schon. Oh, schau mal, hier sind Pyrite drin. Das ist ja interessant. So. Die Steine immer sauber machen, ne Philipp? Hm? So, und jetzt wünsche ich Glück, Philipp, dass wir Gold drin haben. Mhm. Drück die Hände, die Daumen, drück die Daumen, Daumen, Daumen drücken. Und, null. Pyritsand haben wir viel. Kein Gold, das gibt's doch gar nicht. Ja, das heißt, das bedeutet, dass wir unserem Peter die Verstärkung holen müssen, weil vielleicht ist das hier nur eine gute Stelle und da müssen wir weiter gucken. Peace, Leute. Tschüss.